Also für mich persönlich, also der kleine Horrorladen hat einen besonderen Platz in meinem Herz, weil ich bin mit Horrorladen nach Deutschland gekommen. Ich bin mit der original amerikanischen Produktion von der europäischen Tournee und das war die erste Tournee mit Horrorladen. Also das war wirklich eine special time. Wann war das denn? Shut the hell up. Ich habe gesagt, lass uns das so angehen wie ein Revival. Dass wir quasi das, was es gibt, was vorhanden ist, was von der Musik vorhanden ist, lass uns da nochmal einen draufsetzen und lass uns das ein bisschen frischer angehen. Zum Beispiel mit diesen LED-Kostümen. Aber wir bleiben natürlich in dieser Zeit, was ganz wichtig ist, weil es ist einfach diese Kultzeit. Es ist halt Trash. Wir haben auch die Kostüme sehr trashig. Das war das, was wir machen wollten und es ist auch mein erstes Trash-Stück, da freue ich mich auch drauf. Das ist der ganze Muschnick-Blumenladen sozusagen. Aha. Und dahinter hast du dann deine Bühne, wo du agieren kannst. Die Idee ist auch mit dem Kostüm, das ist wie bei Raumschiff Enterprise, eine irrsinnige Blinkerei von Licht, wie dieses Beamen, weißt du? Mhm. Und dann kommst du aus dem Dunkeln und dann entstehst du praktisch. Das ist die Idee dahinter, wenn es geht. Und dann kommt so ein Nylon-Mesh oben drüber, ein sehr steifes, das auch die LEDs dann tragen kann, weil das ist alles verkehrt rum. Also es leuchtet alles sozusagen auf die Paillette und macht dann die Farben hoffentlich. Also es ist sehr viel mit Hightech. Mal gucken, ob es uns gelingt. Das klingt interessant. Ja. Das wow. Ich hoffe, wir schaffen das, aber bei der Equipe hier müsste das super werden. Muss es Menschenblut sein? Muss es mein Blut sein? Gib's mir! Wie soll ich das besorgen? Gib's mir, Simo! Gib's mir heute Nacht. Du schaffst es. Tu es für mich, Mann. Gib's mir, Simon. Gib's mir heute. Ja, ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten, den Horrorladen zu sehen. Man kann es als ein lustiges, aber witziges Spektakel nehmen. Man kann aber auch da so eine Botschaft drin sehen. Diese Pflanze, die wir letztlich aus finanziellen Erwägungen großpäppeln und der wir dann am Ende alle zum Opfer fallen. Diese Pflanze begegnet uns im täglichen Leben auch überall. Wir nähren Dinge an unserem Busen, an unserer Brust und finden es großartig, welchen Erfolg wir damit haben, ohne den Blick über den Tellerrand zu wagen, dass uns dieses Ding am Ende selber auffrisst. Ich hab dich bewacht, doch du hast mir bisher nur Kummer gemacht. Ich bitte dich von Herzen, folg endlich dem Trieb, sei lieb, wachs für mich. Ich hab dich chemisch gestärkt und verjüngt. Ich hab dich mit Stallmist gedüngt. Zeig mir, dass dir's gut tut. Ich mein, im Prinzip, sei lieb, wachs für mich. Weil die Pflanze wird wirklich riesig. Ich glaube, für die Maße, sie ist, glaube ich, 5x3-4 Meter groß. Okay, ja. Ihr müsst ja auch alle da verschlungen werden und reinkrabbeln oder was wir denn auch immer machen. Die Zähne haben auch LED-Zähne, also die können auch leuchten und alles Mögliche, sodass es wieder so ein bisschen mehr in diese Horror-Tradition reingeht. Das war mir ganz wichtig. Also die sind alle per Fernsteuerung. Ich gab dir Fermente und Spurenelemente. Sag, was willst du noch von mir? Blut? Au! Oh, sorry. Aber warum?
ich finde ja auch so ein bisschen, die Skid Row am Anfang ist ja so ein bisschen Identitätssuche einfach. Das ist ja so, die Stadt braucht eine neue Identität wieder. Und das ist aber halt das, was ich an dieser Inszenierung so spannend finde, dass durch eine Idee so eine ganze Stadt oder so eine Straße eben so aufblühen kann. Jeder Tag fällt mir schwer, ich muss endlich raus. Ich muss raus aus dem Dreck, ich verreck sonst. Gib mir nur einen Wink und ich komme hier raus. Mal 10 Meter groß, ist ein Rundhorizont, der ist also auf der Bühne hinter der, ganz hinten, hinter der Drehbühne und von, hauptsächlich von oben sichtbar und wenn sich die Bühne dreht, ne, dann können die Leute zwischendurch durch die Dekoration reingucken. Da haben wir circa 7 Wochen für gebraucht, 2 Personen. Teilweise konnten Praktikanten noch ein bisschen mithelfen, ganzen Steine malen, ne, aber 7 Wochen braucht man schon. Am einfachsten, am besten ist natürlich, die Kollegen haben eine Vorlage in der Hand, dann zerteilen wir die und jeder hat die in der Hand und malt dann, gucken, malen. Aber so ungefähr sieht das dann aus. Wir richten uns ja schon ziemlich genau nach der Vorlage. Ich bin mitten in der Horrorshow, zeigt das Ding von meinem Blut was drauf. Staunt jeder, ah und oh, daran sieht man, Wunder gibt es doch.